Ja. Hätte ich eigentlich auch machen können, aber du hast ja sowieso Ich hab von doch 8. Mach's doch gleich nochmal, wenn's sein muss. Es ist wieder so viel los. Ach. Ich hab für den mal geklaut. Oh, okay. Ich hab den Schild. Hast du noch eins? Ja, noch. Das ist natürlich. Orange ist so. Rosa ist eigentlich noch. Noch mehr. Ist doch eins. Das wäre es ja jetzt gewesen, ey. Ja. Wartest du auf irgendwas, was die Glocke da oben an, oder? Nee. Ich schieß eigentlich mit meinen kleinen Dingern da. Eskalierende Musik. Bei Super Nintendo ist es immer so. Die Bossmusik ist immer vollkommen eskalierend. Jetzt geht das Laser. Die Blitz. Laser. Hier ist Laser und dann Blitz gedrückt. Jetzt haben wir die Glocke übrigens zerschossen, die wir die ganze Zeit machen. Ich hab sie nicht gesehen. Keine Freunde mehr. Du hast auch kein Leben mehr. Ach, Lucky. Eieiei. Du hast jetzt fast 100.000 Punkte aufgeholt, ne? Echt jetzt? Durch die Glocken. Komm weiter! Wir wollen nur noch die neuen sehen. Wenn es denn noch neue gibt. Ich glaube, das ist dann auch so ein klassisches Beispiel, wenn du das Spiel fertig hast, fängt es einfach wieder von vorne an. Peace out! Give up! Entschuldigung. Diesmal ja. Da gibt es einen Freund, aber ich weiß nicht, ob ich den so selektiv da rausschießen kann. Ich hab mir ein paar Punkte geholt. Dann nehme ich mir einen Freund. Das ist noch ein Schild. Wollt ihr mit? Quer über den Bildschirm. Und ich hab's gekriegt, das Schild. Nee, ich beide kein, verpasst. Ich will gar keine blau Glocke mehr haben. Wow. Das Bild war nicht gut. Das Bild war nicht gut. Das Bier. Schüssel kommt wieder von mir. Tanzen. Ja. Die haben vorhin auch ihre Kügelchen rumgeschossen. Ja. Die muss man jetzt nur noch ausweichen. Das ist unheimlich viel leichter, meinst du nicht? Ja. Aber vor allem von 2 auf 1, dass es so viel leichter ist. Jetzt wundert es mich auch nicht, dass ich da noch 1 gespielt habe. Mir auf 2. Ich will gar nicht wissen, wie das... Ich will gar nicht wissen, wie das auf 7 ist, ne? Hab ich mir schon fast gedacht, dass du sagst. Ich probier's vielleicht irgendwann mal. Nee. Du nicht. Okay. Eine Sekunde auf dem Bildschirm direkt tot. Ja, kennt man ja, ne? Schöner Surfer. Ja, gut. Das kommt auch schon sehr nah an. So schwer war das eigentlich. Wenn du die richtige Ausrüstung hast. Wenn. Meistens hatte ich sie auch. Aber wenn sie mal kaputt gegangen ist, dann war wieder alles weg. Dann war kacke. Hast du überhaupt einen Panda abgeschossen gerade? Weiß nicht, ich habe gerade auf die Aufnahme geguckt. Doch. Jetzt gerade eben einen. Nee. Ich schieß da schon welche ab. Mach dir mal keine Sorgen. Du siehst es nicht, aber du machst es, ne? Ja. Die können ja quasi nur vom Luftschiff kommen, ne? Als Kamikaze-Panda-Jäger. Ja.
die Arme. Der Panda kaputt gemacht. Pandanetten. Pandanetten? Aus Hanganetten? Bin ja mal gespannt, wie es da weitergeht. Ja, wir waren ja letztens mit den Autos, ne? Die wir nicht in Gang setzen konnten. Ja, ich hab mal geguckt, die sehen halt aus wie ganz. Also Autos, die auch fahren können. Die schießen auch übrigens nicht mehr. Ich kann einfach so drauf schießen. Ja, aber ich hatte Angst, dass die dann irgendwie noch ausrasten oder so. Nee, nee. Oh, ich muss gar keine Energie mehr nachfüllen. Voll den Zweck daraus, aus dieser Funktion. Aus welcher? Aus der Energieteilfunktion. Du verlierst keine Energie mehr. Oder wenig. Aber ich beschwöre die Schlange. Muss mich doch am Auge kratzen, Mann. Schlange. Muss nicht Schlange sein. Hat nicht funktioniert. Was wolltest du denn machen? Ich wollte die grüne Dings aufsammeln. Ja, komm hier noch mal ein paar Rücken. Hallo! Auf den Popo zielen! Ja, der Popo ist unverwundbar. Quatsch, der Kopf! So, Herz in den da. Okay. Auf deinen. So, Po ist unverwundbar. Wir sind am Polen verwundbar. Ach, guck mal, Herz. So funktioniert's. Wir müssen über den Kopf hauen. Hab aber Schaden genommen. Nee, hast du nicht. Doch. Nein, ich kann nicht aufhören. Ich hab aber geblinkt. Dann hast du Schaden genommen. Ach, du hast einen Freund verloren. Deswegen. Hatte ich zwei? Ja. Weil du drei hast. Ja, ich krieg da rein. Ich hab einen zu gut gehabt. Ach so. Da ist links ein Freund. Links ist ein Freund. Links ist ein Freund. Heute! Ach, yo! Heute! Ja, ja, ja. Voll spät reagiert mit dem Laser. Jetzt mal drin stehen. Ja, du bist ein kleiner, der so viele Treffer landet. Der stand da auch sehr perfekt. Ja. Da der Adventure Capitalist das spielt. Was das auch immer ist, keine Ahnung. Ja, haben wir schon. Weiter! Noch ist doch hier gar nichts los. Und dann auf einmal bam. Ey, das Level, das mag ich echt überhaupt nicht hier. Du magst kein Scrolling-Level, kann das sein? Ja, es ist ja... Ja! Das ist ein Scroller überhaupt, sowieso. Ja! Aber ja. Halt das hier tut halt so links nach rechts und sowas. Aber... Es dauert so lange, bis da was passiert. Ja. Kaputtes Spiel. War schon mal tot? Also so Game Over-mäßig? Nee. So Continue-mäßig eher? Nee. Das ist, ich glaube, wir hatten vorhin den extra Versuch, weil wir beide gleichzeitig abgeschmiert sind, aber keiner von uns Game Over war. Beziehungsweise wir beide nicht Game Over waren. Ach, fuck. Ja, du hast es wenigstens bekommen. Ja. Oh, ich hab eigentlich keinen Bock morgen auf Arbeiten.
Komm. Ist mir gerade mal so eingefallen. Hast du Freitag frei oder Wochentag? Ja, oder hab ich hab Urlaub. Das ist aber Freitag. Hallo. Ja, trotzdem. Einmal 8 Stunden. Schätze ich. Nee, ich habe Donnerstag noch Schule. Mittwoch. That means. Nee, wir haben aber nur. Oh, wir haben bis 7 Uhr Schule. Ist gut. Also, was hätte ich beschwerst bis 9. du dich denn überhaupt über diese Woche? Das hätten wir bis 9. Hast du aber recht, das Leben dauert irgendwie ziemlich lang. Ja. Bis dann mal das Kack. Fliegedings da hochkommt und dann. Luftschiff. Fliegedings! Da ist es. Piu, piu, ich muss die Logo wegschießen, da kommt vielleicht ein Ding raus. Entschuldigung, was wollte ich eigentlich sagen? Propeller? So. Oh, die Musik ist schön. Ja, das das hört sich auch sehr so nach Luftschiff irgendwie an. Ist da drunter hier? Ja. Ja. Man weiß ja nie so mit den Hitboxen. Die sind hier sehr, sehr... klein? Ja, ich hätte jetzt gesagt fair. Nett. Nett. Nett ist der kleine Bruder von Scheiße. Nett. Ich habe sowas ein bisschen Energie verloren. Verloren. Mal ein bisschen mehr. Diagonal geht ja nicht. Reit noch mehr drauf rum, ey. Ja, klar. Das Let's Play geht, weiß nicht, 10 Parts. 14. Da muss ja noch ein bisschen raus. Ja, muss Pizza essen rausnehmen und bestellen und Pipi machen und das also Quatsche davor. Parts. Das geben die Outtakes. Ups. Du bist ja in was reingeflogen. Nee. Nee, sah nur so aus. Nicht gefühlt? Aber es ist eine sehr nette Funktion. Ja. Wenn du alleine spielst, total lustlos. Aber... fein. Fein ist aber auch so ein Wort. Dufte. Okay. Super schnell, wie es in der Anleitung drin stand. Pass auf, da sind... Achso, die schießen jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr, ne? Doch, aber ich glaube, wir kommen nicht wieder. Ich kümmere mich um die Dinger hier, wo kannst du... Ich möchte das hier tun. Sehr langweilig. Mhm. Das hier ist auch nicht schöner. Oder Seitenwechsel? So. Es dauert einfach so lange. Ja. Es ist wie wenn du in einem Spiel zum dritten Mal eine Szene oder eine Stelle machen musst und musst dir eine Cutscene immer wieder angucken. Oh. Ich glaube, in Slave war da ganz gut dabei. Kann ich jetzt gerade nicht mehr dran erinnern, an deine Streams? Kann man da diese Grenzen abbrechen? Ich weiß, bei Wet geht's nicht. Ich weiß es nicht mehr. Schon wieder so lange her, mein Gehirn ist sowieso irgendwie total zerfickt. Ich weiß, dass es bei die Abenteuer von Tim und Struppi das... Nein, doch, das Geheimnis der Einhorn, da geht's nicht. Schön! Ja. Als ich nach Dortmund gezogen bin, habe ich die ersten 6 Spiele meiner Sammlung genommen. Die sind ja alphabetisch sortiert. Und Abenteuer von Tim und Struppi, das Geheimnis der Einhorn, die ist dann natürlich Platz 1. Ich hätte es unter T abgelegt. T wie Tim und Struppi? Ja. Das ist ja die Abenteuer. Ja, aber... Das ist so ähnlich wie bei der Wizards and Warriors Reihe. Der erste Teil heißt Wizards and Warriors. Und der zweite Teil heißt Iron Sword. Wizards and Warriors 2. Und der dritte Teil heißt Wizards and Warriors 3. Ich würde einfach unter die drei Spiele zusammen. Nee, ich habe aber Assassin's Creed auch nicht chronologisch gemacht. Ich glaube, Mario Bros.
steht bei mir auch bei M. In Super Mario Bros. S. Ja, das sind ja auch zwei komplett verschiedene Spiele. Ja, aber es ist halt eine Reihe. Nein. Kann man jetzt so nicht sagen. Würde ich so jetzt nicht sagen, dass das eine Reihe ist, nur weil der Name in der gleichen Namen drin steht.